überzeugt, dass wir auch Menschen, die ja erstmal denken, sie haben keine Sportlichkeit, die haben vielleicht kein Vertrauen in ihren eigenen Körper oder auch in das, was sie leisten können, vielleicht sogar, wenn es auch um ein Gewichtsthema geht. Wir sind davon überzeugt, dass wir auch diese Menschen abholen können und auch zu ihrem persönlichen Ziel führen können. Dass man zum Beispiel, auch wenn man mal zum Arzt muss, sich nicht unbedingt freinehmen muss, weil die Mitarbeiter können, abgesehen von den Kernzeiten, die wir haben, sich die Arbeitszeiten frei einteilen. Also ich würde Sie dadurch überzeugen, dass ich einfach versuche, von meiner Begeisterung für den Job Sie mitzunehmen, Sie mitzureißen. Einfach zu sagen, also dass ich dafür brenne, was ich tue, und dass ich diese Begeisterung auch übertragen werde auf die Mitarbeiter. Ich bin ein Teamplayer, auch wenn ich jetzt die Geschäftsführerin bin und Inhaberin, aber wir sind ein Team. Ich arbeite also da auch sicherlich nicht als irgendwie so hierarchisch, sondern es ist wirklich so, dass wir da wunderbar gleichberechtigt im Team arbeiten. Ich gebe den Mitarbeitern gerade auch am Anfang die Möglichkeit, sich erstmal zu orientieren und dass sie schauen, wie läuft hier der Hase, also dass man eigentlich sich aufgehoben fühlt. Da habe ich ein ganz konkretes Beispiel. Wir hatten neulich einen Interessenten, genau diese Situation, sehr körperlich eingeschränkt und eben auch in der Sorge, er könnte das vielleicht nicht oder andere würden gucken und so. Und diesen Interessenten konnten wir überzeugen und hatten dann also wirklich richtig rührendes Feedback von ihm nach den ersten Trainings, weil er so glücklich ist, sich jetzt doch zu bewegen, auch so den eigenen inneren Schweinehund überwunden zu haben. Ja, und das ist für mich menschlich gesehen auch ein ganz wertvoller Aspekt.